Also ich sage ja immer zu den Politikern, steht zu euren Fehlern. Das kommt politisch sogar gut an. Und als vernünftiger Bürger und Wähler wird man auch immer einen Politiker bevorzugen, der zu seinen Fehlern steht und das auch offen und ehrlich kommuniziert. Und deswegen möchte ich mal hier mit einem guten Beispiel vorangehen und zu einem Fehler von mir selbst stehen, nämlich, dass ich früher mal ein Fan von Friedrich Merz war. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ja, tatsächlich, in dieser ganzen Amtszeit unter Angela Merkel, wo sich die CDU ja einfach angeschickt hat, immer grüner und roter zu werden, habe ich eigentlich Friedrich Merz als eine Art rationalen Gegenpol innerhalb der CDU verstanden, der halt eben für mehr freie Marktwirtschaft und typisch konservativ CDU-Politik steht. Nur leider, das kann man ihm auch nicht vorwerfen, hat eben Merkel natürlich ziemlich rigide regiert in ihrer Amtszeit, was vor allem auch ihre politischen Widersacher in der eigenen Partei anging, die ihr so ein bisschen zu gefährlich werden. Ja, also zum Beispiel solche Leute wie Christian Wolff oder zu Gutenberg, all diese ganzen Politiker, die ein bisschen zu beliebt wurden, die hat Merkel ziemlich schnell halt eben einen Kopf kürzer gemacht, politisch gesehen meine ich natürlich, ja. Und auch Merz wurde dann halt so ziemlich stark ins Abseits gestellt. Doch jetzt, wo eben Merkel nicht mehr da ist, ist eben Merz wieder zurück. Nur das Problem ist, dass Merz, der hat ja auch neulich in einem Interview mal gesagt, dass er sehr häufig mit der Kanzlerin oder Ex-Kanzlerin telefoniert, irgendwie, glaube ich, so erkannt, okay, wenn ich im politisch allgemeinen, auch medialen, gesellschaftlichen Mainstream irgendwie ankommen will, noch Mainstream, muss man an dieser Stelle sagen, ja, dann muss ich wohl einfach eine Merkel-Kopie werden. Und so ist es jetzt auch leider der Fall, dass Merz immer denkwürdigere Dinge macht. Und ich muss hier an dieser Stelle sagen, spätestens jetzt, Herr Merz, wo ein Kevin Kühnert Sie lobt, sollten Sie sich ernsthaft Gedanken machen. Ja, und ich meine, es ist ja auch klar, weil schaut euch doch einfach mal an, was in der Ampelregierung gerade passiert. Zwei Dinge. Einerseits versucht man sich natürlich jetzt nach und nach bei dem ganzen politischen Fehlversagen in all den ganzen Projekten und Regierungsdebatten und so, sei es jetzt diese ganzen Greichen-Affären, sei es die ganzen fehlgeschlagenen Gesetze, sei es die hohe wirtschaftliche Belastung, die aktuell die Deutschen und so weiter haben, ja, da versucht man sich natürlich jetzt zunehmend den schwarzen Peter gegenseitig zuzuschieben, so nach dem Motto, hey, das war ich nicht, wir sind ja nicht schuld daran, die wollten unbedingt die Kernkraft sozusagen abstellen. Gut, wir haben natürlich da auch mitgestimmt als FDP, aber wir wollten das ja eigentlich nicht und so. Ja, man wollte aber unbedingt trotzdem regieren, ja. Wenn es halt nicht sinnvoll gewesen wäre, die Kernkraft abzuschalten, dann hätten sie auch nicht dafür stimmen sollen. Dann wären sie weiter in der Opposition geblieben. Aber egal. Ich red mich hier schon wieder auf. Das ist nur die eine Taktik. Die andere Taktik ist natürlich so, dass die auch wissen, dass irgendwann ja wieder Wahlen sind. Und deswegen guckt man natürlich dann auch schon so ein bisschen so, was ist denn noch alles möglich? Man kuschelt vielleicht in die Richtung, ein bisschen in die andere Richtung. Ja, und bei Friedrich Merz und Kevin Kühnert scheint es schon ein bisschen so zu knistern. So nach dem Motto, vielleicht, wenn ja neu gewählt wird und die Ampel unbeliebt ist, aber die CDU sich noch ganz gut hält jetzt als Opposition, vielleicht können wir dann einfach eine Neuauflage der Großen Koalition machen, zum Beispiel mit Merz als Kanzler und dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Scholz wieder als Finanzminister, vielleicht erinnert er sich dann wieder an ein paar mehr Zahlen von früher und dann vielleicht Kevin Kühnert als Außenminister beispielsweise. Wäre ja nur eine Option, ich will ja nichts sagen, ja, kritisiert nicht mich dafür, kritisiert lieber Herrn Merz dafür, weil wenn ich mir jetzt seine Position in den letzten Tagen und Wochen anschaue, dann komme ich zu immer denkwürdigeren Dingen. Ja, zum Beispiel, dass er eigentlich als Marktwirtschaftler ausgerechnet den einzigen sinnvollen Vorschlag, den die Ampel bisher vorbringt, so ungefähr, hier jetzt auch einmal anfängt schlecht zu reden und sagt, es bräuchte zwar eine kapitalgedeckte Alterssicherung als weitere Säule für die Rente, aber die hätte nichts in der gesetzlichen Rente zu suchen.
Was die Regierung mit ihrer Aktienrente macht, spekulieren auf Pump, das sind Hedgefondsmethoden. Da müssen wir jetzt erstmal ganz kurz als alte Kapitalmakler hier drauf eingehen. Also einerseits hat ein Hedgefonds erstmal nichts damit zu tun, ob man auf Pump spekuliert oder nicht. Ein Hedgefonds bedeutet einfach nur, dass es eine Form von Absicherung gibt, to hedge something. Und das bedeutet, dass diese Fonds in der Regel versuchen, in jeglichen Marktlagen Geld zu verdienen. Beispielsweise, indem sie auch Leerverkäufe machen. Einer der größten Hedgefonds ist ja Bridgewater Associates, ja, von Ray Dalio, und die sind ja auch bekannt dafür, dass sie regelmäßig auch größere Short-Positionen eingehen. Das hat aber per se erstmal nichts mit der Rente zu tun, auch nichts mit Spekulation und auch erst recht nichts mit irgendwie, dass man auf Pump die Rente verzockt, wenn man jetzt eine Aktienrente macht. Dazu müsste auch ein Herr Merz einfach mal nach Norwegen schauen oder nach Schweden, ja. Auch als ich jetzt Anfang Januar beispielsweise bei 13 Fragen war, da habe ich es ja sogar geschafft mit den anderen, die da pro argumentiert haben, dass die ganzen Gewerkschafter und Linken dort am Ende eingesehen haben, dass es sinnvoll wäre, diese Aktienrente zu machen. Und viele sagen dann immer so, ja, aber was passiert denn, wenn der Aktienmarkt mal crasht? Na, genau das Gleiche, wie was bei einem Privathaushalt passiert, wenn der Aktienmarkt crasht. Man hat halt nicht sein ganzes Vermögen am Aktienmarkt investiert, sondern nur einen kleinen Teil. Und das kann man ja aus einem Fonds von Norwegen sehen, dass beispielsweise letztes Jahr in der Korrektur ein kleiner Knick zu sehen war, der jetzt schon wieder aufgeholt wurde. Und deswegen investiert man natürlich auch nicht bei einer Aktienrente das gesamte Volksvermögen irgendwie in eine einzelne Wirecard-Aktie oder so. Der Punkt ist nur der, dass wenn jetzt ein Merz sagt, ja, kapitalgedeckt ist gut, aber nicht im Rahmen der Rente, dann habe ich schon wieder direkt Erinnerungen an irgendwelche Riester- und Rürup-Geschichten, die natürlich immer nur die Rürups und Riesters reich machen, in Form von den ganzen Gebühren, die dann irgendwie wieder an die Allianz und an die anderen Versicherungskonzerne fließen. Aber eine wichtige finanzielle Weisheit, die sage ich euch immer gerne mit dazu, ja. Die Allianz, die ja kalkuliert mit Prämien von ungefähr, also mit einer Rendite von ungefähr 10% auf ihre ganzen Versicherungspolicen, ne? Die bedeutet wiederum im Umkehrschluss, schlaue Menschen kaufen keine Versicherung bei der Allianz, schlaue Menschen kaufen die Aktie der Allianz, ja? Weil dann verdienen sie nämlich an den teuren Versicherungen, die Allianz halt eben den Leuten verkauft. Das ist nur meine persönliche Meinung als Aktionär, ja? Ich habe die Allianz-Aktie seit Jahren im Depot und die zahlt verlässlich einfach halt eine gute Dividende. Aber jetzt zurück zu einem anderen Statement, und zwar zum Thema Spitzensteuersatz. Weil auch hier hat dann auf einmal der Merz gesagt, naja, wir könnten ja einfach mal das sozusagen Einkommen der sehr gut Verdienenden in Deutschland jetzt höher besteuern. Also nur wirklich die, die auch ganz viel verdienen. Und wir erinnern uns auch an das Interview damals, da meinte ja Merz, dass er der oberen Mittelschicht angehört. Also wahrscheinlich meinte er sich selbst dann auch nicht dann damit, dass er von der Steuererhöhung betroffen sein wird. Was man aber an dieser Stelle schon mal sagen muss, ist, dass Kühnert jetzt diesen Merz-Vorstoß sogar unterstützt, ja, zum Spitzensteuersatz und einfach sagt, ja, das findet er sehr gut. Und hier an dieser Stelle muss ich einfach sagen, und das ist wirklich ein allgemeines Gesetz, wenn Kevin Kühnert anfängt zu lachen und zu sagen, jawohl, Herr Merz, das klingt gut, das könnten wir umsetzen, dann muss man wirklich anfangen zu rennen, die Beine in die Hand zu nehmen und zu sagen, nein. Weil welcher CDU-Wähler soll denn bitte sich da noch wiederfinden in so einer potenziellen Koalition irgendwann, ja, mit Kevin Kühnert und Friedrich Merz? Also wirklich, ich stelle mir wirklich viele Dinge vor, die wirklich gut sind. Aber da muss ich sagen, mittlerweile, was die Vernunft der CDU angeht, all die ganzen Leute, die da oben sind, die sind nicht mehr die Vernunft der CDU. Wisst ihr, wer die Vernunft der CDU ist an dieser Stelle? Und jetzt haltet mich für blöd, aber die CDU-Vernunft aktuell wird am meisten wiedergespiegelt von Philipp Amthor. Ja, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist meine Meinung. Ja, das ist wirklich die einzige letzte wirkliche rationale Stimme scheinbar in der CDU. Und ich meine, an dieser Stelle muss man auch sagen, immer diese Ausspielung auch der einzelnen sozusagen Bürger, ne, nach dem Motto, ja, wir wollen ja die Bürger entlasten und die anderen ein bisschen mehr belasten. So immer dieses Teilen und Herrsche, so, ne? So, wir wollen den einen Bürgern was schenken und den anderen was wegnehmen. Statt einfach mal selber auf die Idee zu kommen, hey, wir wollen einfach weniger Geld verschwenden
Und dafür gibt es so viele Beispiele, die müssten einfach nur mal das Schwarzbuch in die Hand nehmen vom Bund der Steuerzahler. Da könnten sie an jeder Ecke und an jedem Enden Millionen und sogar Milliarden sparen. Habe ich jetzt gerade erst wieder gelesen. Schaut mal hier. Ne? Hier hat jetzt eben, ihr könnt euch ja noch wahrscheinlich erinnern an die Covid-Testzentren und so. Ich habe mich so gewundert damals, wo ich dann in Berlin war und so einen Test machen wollte. Und dann sagt er mir auf einmal so, ja, Sie haben ja hier deutschen Pass und so, Sie müssen für den Test nicht zahlen. Ich so, wie, Sie müssen für den Test nicht zahlen und so, ne? So, ja, ist der Bürgertest und so weiter. Und ich so, aha, ist ja interessant. Und in dem Moment wusste ich schon wieder, ah, okay, da gibt's schon wieder massive Fehlentwicklung. Da wird schon wieder Tausende von Leuten geben, die das schamlos ausnutzen. Und tatsächlich, ja, das geht in die Milliarden. Und jetzt hat hier unter anderem ja ein Softwareunternehmer aus Köln eben halt, ja, mit seiner Software, einfach rausgefunden, dass es bis zu 3 Milliarden Euro sind, die dem Staat entgangen sind, in Form von Betrügern eben mit diesen Testzentren halt. Ne? Da gab es einfach Leute, die Tausende von Tests, die sie angeblich gemacht haben, abgerechnet haben, die sie aber nie gemacht haben, trotzdem aber dann diese Rückvergütung kassiert haben. Und das wurde dann staatlich einfach nie noch richtig geprüft danach. Und jetzt hat dieser Unternehmer aber gesagt, pass mal auf, ich kann das mit der Software alles nachweisen und so, aber das stößt er einfach nicht so wirklich auf Interesse. Ja, also da sagen dann die einzelnen Behörden so, ja, ist nicht unsere Zuständigkeit und so weiter. Und hier, oder wie der sozusagen Chef der Polizeigewerkschaft sagt, zum Schluss werden alle sagen, ist ja nur das Geld der des Steuerzahlers. Also statt, dass man einfach mal vernünftig die Kosten im Auge behält, ja, geht man immer so nach dem Motto vor, ey, wir können einfach noch mehr Geld irgendwie erstmal anziehen und das dann einfach nur umverteilen. Und das ist auch wieder dieses Punkt mit Interessenkonflikten und mit falschen Anreizen, weil es ist ja auch vollkommen klar. Stell dir einfach mal vor, du lebst in einem gewissen Haushalt, der eingeteilt wird, also jetzt meine in so einem Haushalt hier, der eingeteilt wird nach Budgets, ja. Du sagst dann, da hinten Waschsalon hat so und so ein Budget, ja, Küche hat das und das Budget, Büro hat das und das Budget, jeder kriegt so sein Budget, ne? Und jetzt ist es ja so, politisch gesehen willst du immer natürlich dein Budget erhöhen und willst es immer aufs Maximale ausreizen. Du willst nie Geld sparen. Weil was passiert denn, wenn du politisch anfängst, Geld zu sparen? Dann kriegst du nächstes Jahr weniger Budget. Das heißt, hätte jetzt eine Abteilung, also in einem Unternehmen ist es so, sparst du Geld, ist das gut fürs Unternehmen, ja, steigt die Gewinnmarge. In der Politik ist es so, fängst du an, jetzt Geld zu sparen, weil du beispielsweise ein digitalisiertes System einführst, was einfach die Effizienz sehr viel steigert und du viel weniger Kosten produzierst. Wenn du das politisch machst, dann wäre das zwar indirekt erstmal jetzt gut für Deutschland, aber es wäre sehr schlecht für deine eigene Behörde, weil dann würde ja beim nächsten Haushaltsplan, im nächsten Jahr, da würde ich ja sagen, ah, ist ja geil, ihr habt ja gar nicht so viel Geld gebraucht, wie euch eigentlich zusteht. Und zack, wird das Geld wieder weggenommen und dann kriegt ihr es nicht mehr. Und deswegen besteht einfach der Anreiz überhaupt gar nicht zum Geldsparen. Dieses System muss man verändern und nicht irgendwie den Bürgern immer mehr und mehr wegnehmen.